Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. In der letzten Folge haben wir mit Peggy eine Bank überfallen. Und heute werden wir uns mal mit seiner Schwester treffen. Weil er uns ja vor 2 Folgen war das, glaube ich. Oder vor einer, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Drum gebeten hat, dass wir es mit seiner Schwester machen. Also rufe ich sie nochmal an. Kate, hey, it's me, Nico. So, listen, you want to hang out at all? No, another time. Okay, speak to you soon. Ey, du dumme Bitch. Bist du blöd? Ruft jetzt nochmal an, alter Telefonterror. Hey, it's me. You wanna hang out? I've only just finished our last date. Another time. No problem. Was für ein No Date? problem. Also, davon weiß ich aber nichts. Vielleicht in deinen Träumen oder so. Gut, ich fahre hier hin. Wisst ihr, was wir denn machen? Wir werden ein Rennen fahren. Das wollte ich sagen. Nico, my boy. This is Packy's brother, General McCreary. Jerry, how's it going? Good. Got a little business opportunity I need your help with. Come and see me at my mom's house. Use the back edge. Gut, also ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug mit der Peggy, mit der McCreary-Familie gemacht. Dass wir uns mal wieder mit Francis treffen können. Obwohl, Francis gehört genauso dazu. Aber, ja, Francis hat ja immer so ein bisschen andere Aufträge. Also, da hängen wir ja so gesehen nicht direkt mit den McCreary's ab, sondern irgendwie indirekt, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich ja wieder Bock, was mit Francis zu machen. Und danach können wir zu diesem anderen komischen Polizeityp mal fahren. Je nachdem, wie viel Zeit wir heute haben. Jetzt klaue ich mir erstmal ein cooles Auto. Für ein tolles Autorennen. Was wollt ihr denn alle von mir? Nico, I got a favor to ask you. What is it? Well, you've been spending time with the rest of my family. I figured you may as well complete the set. You remember my brother Derek? Came along on the bank job? Sure. He's in a bad way. Last I heard, he was spending his hours in some park in Akron. Go down and check on him. Oh my God. Me and Gerald will cover any expenses incurred. All right, man. I'll go find him. Oh Mann. Mensch, was es jetzt hier alles für Aufgaben gibt. Na gut, egal. Erstmal wieder wegen dem Auto gucken. Das Auto sieht ganz nice aus. Gucken wir mal oben. Und im Prinzip ist ja egal. Es sind nur unterschiedliche Farben, aber. Ich finde das cool, dass hier nicht ständig die gleichen Autos rumstehen. Ich hätte trotzdem gerne das. Muss ein bisschen aufpassen, unser Auto nicht zu sehr kaputt machen. So, dann rufen wir mal Pussy an wegen einem Rennen. I feel like winning something. You got any races? Nicky, I was hoping you'd want to do this shit. Intent, win this shit for me, man. I got one for you. You're racing on the road to Bohan, baby. Win that shit. Gerne. Ist alles dabei. Aber wir haben eine geile Karre. Aber meine Nase juckt. Ich lasse die erstmal vorfahren. Drängen sich eh immer erstmal ein bisschen ab. Ich muss aufpassen, weil die Karre gerät echt leicht aus der Kontrolle. Oh ne, geht eigentlich. Komm, geh weg. Dritter bin ich schon mal. Ach, es gibt 3 Runden. Es ist alles offen. Das heißt, wenn ich Erster bin, muss es nicht zwingend dabei bleiben. Aber die Karre ist echt. Das war wirklich eine gute Idee mit der Karre, weil die echt schnell ist. So. Ist bloß ein bisschen. Aufpassen. Also ich muss nicht unbedingt immer um die Kurven heizen. Weil das kann nämlich einem auch mal schnell den Sieg bedeuten. Ja, vermiesen, sagen wir es mal so. Kann man auch mal schnell.
verlieren. Ich höre die hinter mir rumpoltern. Ich juckt's. Ich bin nur gerade auf einer Geraden, deswegen wage ich mal. Mich zu kratzen. Oh, das Auto ist einfach geil. Das bremst wirklich sofort, wenn ich auf die Bremse drücke, weil mit jedem anderen Auto wäre ich jetzt erstmal übelst weggeschlittert. Mann, sind das lange Runden, ey. Ich glaube, jetzt dürfte es gleich die zweite Runde sein. Immer noch nicht. Ganz schön lange Runden. Eigentlich müssen die doch jetzt schon sonst wo. Also wir müssen die doch jetzt schon übelst abgehängt haben. Ne? Ich will mich nicht drauf verlassen, aber... Im Prinzip, wenn wir die jetzt überholen, dann müssten wir Doppelterster sein. Ha? Ach nee, war richtig, ha? Ich glaube schon. Geh mal weg. Ja, es war richtig. Gut. Ich konzentriere mich einfach komplett gerade aufs Fahren, weil ich keine Lust habe, dass sie uns unseren ersten Platz wieder abluchsen. So, oh, mich juckt's. Ich höre die auch nicht mehr. Ich glaube, die sind wirklich einfach weg. Es macht Spaß. Also, wenn man, sag ich mal, eine vernünftige Karre hat, mit der man fahren kann und es sind nicht viele Leute auf der Straße, dann macht das wirklich Spaß. Nein, klar, ist auch toll, wenn man gewinnt, aber ich meine, wenn man eine vernünftige Karre hat, dann ist es auch nicht, ist nicht mehr so schlimm, wenn man mal verliert, einfach aus dem Grund, wenn man sich dann nicht die ganze Zeit über das Auto aufregen muss. Und die Farbe von dem Auto ist echt schön. Bitte nicht in die Polizei rein. Wäre, glaube ich, das Dümmste, was mir jetzt passieren könnte. Gut, mit dem Auto sind wir so schnell unterwegs. Ach, guck mal hier, sag ich doch. Wir holen den so gesehen jetzt schon zum zweiten Mal. Mann, seid ihr langsam. Also, die kriegen uns eh nicht mehr. Also wir haben bis jetzt einen Kontrahenten mal wieder gesehen. Einen Konkurrenten, meine ich nicht Kontrahenten, was auch immer. Ja, also können wir uns auch ungefähr ausmalen, wo die anderen so sind. Am Arsch der Welt. Aber trotzdem, irgendwo müssen wir die ja mal gesehen haben. Bis jetzt haben wir, wie gesagt, nur einen gesehen. So ein bisschen... Oh shit. Nein, komm. Nein, bitte nicht jetzt. Och nee. Alter, leck mich. Komm, beweg dich. Scheiße, Mann. Ist mir dein scheiß Auto umgekippt. Okay, ich bin noch Erster. Alles gut. Ich bin noch Erster. Die so weit überholt. Alles gut, aber... Weil ich jetzt gerade nicht mehr so wirklich aufgepasst habe. Das ist auch ganz okay. Hör auf, Mensch. Ich weiß nicht. Scheiße, nein, weil mir dieses Kackauto umgekippt ist. Meine Fresse. Ich hasse. Das ist. Aber siehst du, das ist schon wieder sowas, was mich aufregt. Warum kann man in GTA 4 verdammt nochmal keine Autos umdrehen? Das ist sau nervig, wirklich. Super, dass der aber gerade vorbeigeschlittert ist, sonst wäre es das jetzt gewesen. Wenn mir jetzt keiner mehr entgegengeschlittert kommt, habe ich gewonnen. Ich glaube, das darf man nicht sagen, weil sonst bringt das Unglück und dann verliert man.
So, los jetzt. Ja. Trotz dämlichen Überschlag noch gewonnen. So, wo müssen wir hin? Wir wollten zu Francis. Das hat mich gerade wirklich übel abgefuckt, wo das Auto einfach umgekippt ist. Alter, gib mir doch nicht auf den Sack, alle. Für einen Soziopathen benutzt du dein Handy ganz schön gerne. Muss etwas nachdenken. Wir sprechen uns später. Sure, Ma, sure. I've always been a good boy. You know me, Ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. You make things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. This scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vark site and call me. Abgemacht. So. Also wir haben ja jetzt sowieso durch den Banküberfall so viel Kohle. Also von mir aus hätte der uns auch gerne nur die 2000 geben können. Ich habe ja die Kohle. Ach, guck mal, unser Auto. So. Aber Geld ist Geld, ne? Da ist mir relativ egal, wie viel Geld wir bekommen. Übrigens wirklich Bock noch die beiden, ja, DLCs, kann man das so sagen, zu spielen. Ich habe aber schon ein nächstes Projekt in Planung. Beziehungsweise ich hab's in Planung. Ich hoffe, dass es auch funktioniert. Ich werde jetzt aber noch nicht sagen, welches Projekt, falls es dann nicht klappen sollte, dass ich hier nicht irgendwelche Mist erzähle. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Mein Auto kurz andersrum, damit ich dann gleich abhauen kann. Wer weiß, was passiert. Ich kenne langsam GTA. Ganz langsam, aber sicher kenne ich's. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. An eye on all his boys from up there. The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Anyway, these projects all got the same layout. A staircase leading up on either side.
Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Der nicht mehr lebt, ne? Ich sehe was, was ihr vielleicht nicht seht. Warte mal ganz kurz. Ich muss da ja nicht unbedingt rein. Lass mich mal was gucken. Ich habe von hier aus einen super Blick und ich habe auch eine schöne Waffe für diesen Augenblick. Boots, fertig. Nennt mich schlau oder nennt mich schlau. Ich glaube, das war die beste Entscheidung, was ich hätte machen können. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie eine Mission beendet. Beziehungsweise noch nicht ganz. Ich muss ja noch mein Fahndungslevel loswerden. Aber das war echt schlau von mir. Ich kann mal ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht wieder eine Polizei reinfahre. Super. Ey, klasse! Das ging echt schnell. So. Was ist denn das hier unten? Ich dachte, wir wollten nichts mehr mit ihm machen. So, also wir können jetzt zu Derek. Rick, Buccino, Gary und Francis. Ich frage mich jetzt gerade. Train und Playboy haben doch die Witze, wir sollen ihn dann umbringen. Was ist denn eigentlich damit? Don't have to worry about Clarence anymore. You did a good thing, Nico. That boy was mean. He had a tongue on him too. Always talking his way out of court, willing to compromise anyone to get out of trouble. Thank God for real justice. Ich ruf mal Train an. Gut, also da geht keiner ran. Dann rufe ich mal Playboy an. Yo, Mun, don't be trifling with me. You made a decision. You gotta fix this Dwayne problem of ours, yeah? Hey, it ain't our problem, Playboy. It's yours. That said, I know what I'm going to do. That right. You cold, Nico. Peace and love. Was soll das jetzt bedeuten? Es sind keine Missionen mehr verfügbar. Schaltet Playboy X oder Trainer. Okay, also hätte ich ihn wirklich einfach anrufen müssen. Gut, Leute, ich habe euch gesagt, wen ich umbringen werde. Ich nehme den hier. Einfach, weil ich ihn nicht so sehr mag. Nehmt es mir nicht übel, Leute. Ich glaube, wir machen ein Taxi. Ich weiß nicht. Ich finde ihn einfach scheiße. Ich finde es schwach, was er macht. Fahr mich einfach mal bitte dahin. Wir werden das jetzt einfach mal noch so ganz schnell in der Episode erledigen. Okay. Ew, Playboy X! Yo, Whitey's back! Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would have put up more of a fight. I didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! Yep, Nico. Das war wirklich eine gute Entscheidung, die wir getroffen haben. Beziehungsweise getroffen haben. Naja, wir haben sie noch nicht wirklich erledigt, ne? Los, Spiel, lade. Ich will das jetzt machen. Warte, ich brauche eine andere Waffe. Oh, was war das denn jetzt gerade? Oh,
so doof. Ich bin so dermaßen dämlich. Ich habe es echt nicht gesehen, dass da so eine blöde Lücke war. Ich habe das wirklich nicht gesehen. Es tut mir leid. Gut. Ich brauche erstmal ein Taxi, bitte. Oh, achso, ich bin ja hier schon. Pff, da gebe ich doch kein Geld für aus. Steck mal aus, bitte. Pff, ich bin ja doof. Ich hätte das gerade wirklich nicht gesehen, dass da eine Lücke war. Weil ich sehe so, wie der da runterspringt, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz registriert. Naja. Wir tun einfach so, als ob das gar nicht passiert wäre, okay? Wir springen auch einfach mal die Filmsequenz gleich. Dann sind wir auch ganz fix wieder an der Stelle, wo wir gerade schon eben waren. So. So, ganz neu hier. Das ist wirklich logisch, wenn man sich duckt. Das war auch wirklich gerade sehr logisch, wie der sich versteckt hat. Hat man gar nicht gesehen. Wer zum Fuck schießt hier? Sieh bloß raus. Okay, okay, ja. Ja, ja. Zum Glück habe ich das diesmal geschafft. Wo ist er hin? Wo ist er denn jetzt? Hä? Ach, der ist bestimmt hier rein, ha? Ich hab's gerade gewundert. Hä, wo ist er denn jetzt? Ich hoffe mal, dass hier nicht noch mehr Wachen von ihm sind, weil sonst bin ich am Arsch. Scheint doch nicht so. Ich meine, warum sollten die auch hier sein, als ob die es erwartet hätten? Das... Oh, nee, Entschuldigung. Ich wollte dich doch gar nicht erschießen. Ach, den Idioten alle.